Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir haben Montag, das heißt, es ist Update-Tag und wie man an meiner Stimme hören kann, bin ich ein wenig sehr krank. Deswegen werde ich das Ganze heute ein wenig schneller als gewöhnlich machen. Denn ja, eigentlich will ich nur wieder zurück ins Bett. Bin aber auch nicht krank geschrieben, das heißt, ich hatte Bereitschaft, wollte mich eigentlich heute krank melden, weil es mir überhaupt nicht gut ging und ich auch nicht einschlafen konnte. Und ja, was passiert? Um 2.20 Uhr in der Nacht kriege ich einen Anruf und habe einen Einsatz und durfte dann erstmal arbeiten gehen, weil bis dahin hatte ich ja noch keinen Ersatz für mich und dann musste ich arbeiten gehen. Aber nach dem Einsatz habe ich jetzt erstmal ein paar Stunden geschlafen und jetzt kommt das Update-Video. Wir bekommen natürlich die neue Brünnhild hier einmal als Charakter und das Beste, denke ich, an der Brünnhild ist das Fanart-Kostüm, wie ich finde, was sie mit ihr reingebracht haben. Dazu kommen wir aber dann gleich. Dann bekommen wir hier eine neue Artefaktkarte von Ellie, die bekommen wir im Final Boss Battle Hawk Shop. Dann bekommen wir zwei neue heilige Relikte, einmal für diese Ellies hier, einmal die HP-basierten Werte um 15% erhöht und für die Ellie Hawks generell alle Basiswerte um 30% erhöht. Das heißt, denkt man mit der ein oder anderen Ellie, gerade Hawk Ellie oder sowas, kann man dann wieder relativ vernünftig spielen. Ich denke zwar nicht in PvP, aber ansonsten sind die, denke ich mal, ganz gut für die Charaktere. Denke nicht, dass man sie jetzt unbedingt machen muss. Dann haben wir hier das Fanart-Kostüm für Ragnarok, Brünnhild. Die sieht sehr nice aus, bekommen wir im Event Final Boss Battle. Ist ein Score-Reward, das heißt bei, ich weiß nicht, 20.000 oder 30.000 Punkten, wenn man die dann den Final Boss so oft gemacht hat, dass man diese Punkte hat, bekommt man, glaube ich, das ganze Kostüm. Dann haben wir hier die neuen Bundles. Die lohnen sich wie immer nicht, davon auf gar keinen Fall irgendeins kaufen, also meiner Meinung nach. Dann haben wir hier ein Hero-Way-Ticket, was ziemlich nice ist, denn wir bekommen all diese Charaktere hier einmal gratis und wenn wir sie noch nicht Level 80 haben, bekommen wir sie auf 6 Sterne erweckt Level 80. Aber ich glaube, ja, für mich ist das Event nix, denn ich habe jeden dieser Charaktere mindestens Stufe 80 und eigentlich auch fast alle, glaube ich, schon wenigstens ein bisschen super waked. Bis auf, glaube ich, den blauen Slater, obwohl der eigentlich relativ gut ist beim roten Dämon, habe ich ihn da nie benutzt. Dann haben wir hier alle Rewards, die wir noch zusätzlich bekommen. Ist natürlich auch ganz nice, ist eine ganze Menge. Vor allem 16 Super Awakening Coins, die finde ich sind sehr wichtig. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mich richtig drauf freue bei diesen Belohnungen. 20 Ausrüstungsgravursteine sind in Ordnung, aber davon habe ich eigentlich immer genug. Dann haben wir jetzt eine kleine Systemänderung. Und zwar am Anfang des Matches wird jetzt angezeigt, welche Charaktere ihr heiliges Relikt aktiv haben. Das heißt, man sieht das direkt vorneweg und derjenige muss nicht erst die Waffe anhaben, um das zu sehen, oder hat sie vielleicht nicht an und man sieht es nicht, oder man muss den Charakter erst anklicken, um zu schauen, ob er sein heiliges Relikt überhaupt hat. Dann, das finde ich auch ganz nice, wir bekommen jetzt hier eine Verbesserung vom Display der Anzeige ultimativer Move, und zwar, wenn wir jetzt hier in der Leiste unten auf ultimativer Move klicken, haben wir vorher angezeigt bekommen, welcher Charakter welches Ult-Level hat. Jetzt bekommen wir hier noch ein Pluszeichen angezeigt, da sehen wir dann, dass wir dafür noch einen SSR-Coin, einen SR-Coin, einen R-Coin haben, um diesen Charakter nochmal zu leveln. Das heißt, man muss nicht mehr seine Coins durchgucken, gucken, welche Charaktere eventuell auf 6-6 schon sind oder welches Ult-Level sie haben, muss ich die nicht merken, den Charakter anklicken, Ult-Leveln, sondern man kann das jetzt direkt so sehen. Finde ich, ist eine nice Verbesserung. Dann hier bei den Freundesmünzen, die Pop-Up-Message ist jetzt eine Brief-Message anstatt einer separaten Pop-Up-Message. Okay, dann bekommen wir die Nummer von den Sachen, die wir kochen. Wir können ja bis jetzt nur maximal 10 Sachen auf einmal kochen. Das Ganze wird erhöht auf 30. Dann haben wir hier eine Verbesserung für die Erweckungsmaterialien, um die zu fusionieren. Das finde ich ganz nice. Und zwar bekommen wir jetzt eine andere HP-Leiste für die Bossmonster. Und zwar werden uns dort immer in 10% Schritten angezeigt, wie viel Leben der Boss hat. Das heißt, der Boss hat dann von 0 bis 100% immer eine Markierung, wo wir dann sehen, wie viel Prozent Leben der Boss noch hat. Das ist gerade ganz interessant für zum Beispiel den Hirsch, gerade Stockwerk 3, dritte Phase, dann weiß man wenigstens, wo die 20% genau sind. Dann kriegen wir hier eine Anzeige, wo wir checken können, wie viele Stages wir geklärt haben. Dann haben wir hier eine Verbesserung für Season-Helden, wenn wir sie leveln, gerade von SR, SSR auf UR, dass sie dann auch ein Cosmetic-Outfit bekommen. Dann haben wir hier ein paar Balance-Changes, die gelten aber nur für Leones, Holy Knight, Gotha. Dann haben wir Golgios, Monspeed und Gamer Shin. Für den einzigen, wo sich diese Verbesserung lohnt, finde ich, ist Gamer Shin. Und zwar tut seine Weakpoint-AOE jetzt etwas mehr Schaden machen. Statt 80-90%, statt 110, 120, statt 170, 185% Schaden. Dann haben wir jetzt ein paar Helden, die jetzt
zusätzlich als Ragnarok-Helden zählen. Sprich, diese Helden hier waren ja vorher so, dass die nur zu den Seven Deadly Sins gezählt haben. Wenn man nach Ragnarok gefiltert hat, sind die dort nicht aufgetaucht. Jetzt tauchen die dort auf. Dann ein richtig nices Event, wieso ich euch gesagt hatte, spart eure SSR-Tickets. Viele von euch haben geschrieben, verdammt, ich habe gerade vor ein paar Tagen 50 Stück ausgegeben, 100 Stück ausgegeben. Ist zwar blöd, aber ich hoffe, ihr bekommt trotzdem eure Wishes wenigstens halbwegs voll, dass ihr ein paar Charaktere bekommt, die ihr euch wünscht. Und zwar wird die Rate hier auf über 20% angehoben. Das heißt, ihr könnt hier einen Charakter aus dem garantierten SSR-Ziehungen rauswählen, den ihr gezielt ziehen wollt und könnt ihn dann sozusagen ziehen. Bei mir wird es auf jeden Fall der grüne Sariel sein, den will ich endlich 6-6 haben und auch mal selber ein bisschen spielen. Dann bekommen wir hier nochmal einen neuen Captain Hawk. Davon haben wir ja schon ein paar. Dann haben wir das dreijährige Jubiläum Event Part 2. Hier haben wir Special Missions Part 1. Da steht aber, dass wir das Ganze fünfmal machen können. Unten in der Notiz steht, man kann es nur einmal am Tag machen. Habe ich nicht ganz verstanden. Bei den Blessing of the Goddess haben wir jetzt Buffs Level 4 und Level 5 hinzubekommen. Aber das sehen wir gleich alles. Einmal hier, wie immer, für den neuen Banner kann man sich einen Multi erarbeiten. Bekommt hier nochmal so ein Awakening Coin, wenn ich das nicht irre, war das doch, oder? Hier sehen wir nochmal, wir bekommen Level 4 und Level 5 Buffs. Plus wir bekommen hier ein paar neue Buffs dazu geaddet. Level 1. Dann haben wir hier das Split Rampage Whack a Hawk Event. Das hatten wir noch nicht. Das ist so, weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Spiel, wo man mit dem Hammer auf die Köpfe schneller draufhauen muss. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier für gecapturete Hawks Punkte. Es gibt für eine maximale Combo Punkte. Es gibt für den Highscore Punkte. Und es gibt für Bomben, die man benutzt hat, Punkte. Und zwar sieht das Ganze wie folgt aus. Ihr müsst sozusagen, wenn Hawk komplett den Kopf draußen hat, ihn einmal touchen. Wenn er ihn so halb draußen hat und ihr ihn dann toucht, dann geht er wieder rein und eure Combo wird abgebrochen. Und die Combo wird zusätzlich abgebrochen, wenn ihr auf eine Elisabeth haut. Dazu kommt, dass wir hier normale Hawks haben. Dann den Red Demon Hawk, einmal Tyrant Dragon Hawk und einmal Devil Manta Hawk. Die geben natürlich alle verschiedene Punkte, wenn wir die capturen. Die Hämmer dafür bekommen wir einmal in den Hauptstufen, in den freien Stufen, in Fort Zeugis, in der Trainingsgrotte und im Turm der Prüfungen. Und dreimal können wir dies sozusagen uns am Tag noch zusätzlich ertauschen. Ja, und dann geht es halt darum, maximal viele Punkte zu holen, sprich maximal viele Hawks, maximal viele Kombos rauszuhauen. Eine Combo ist sozusagen, je nachdem wie viele Hawks ihr nacheinander erwischt, ohne eine Ellie zu erwischen oder die Combo zu unterbrechen. Das ist die Combo. Highscore ist natürlich ganz klar eure Endpunktzahl. Bomben, die ihr benutzt habt, sind, die bekommt ihr durch den Tyrant Dragon Hawk. Und zwar gibt der, wenn ihr den bekommt, eine Bombe ab, die ihr dann benutzen könnt. Mit einer Bombe sieht es wie folgt aus. Die könnt ihr sozusagen werfen und dann wird das ganze Feld, wenn nur Hawks da sind, getroffen davon. Problem ist, wenn eine Elisabeth in dem Moment draußen ist, wird eure Combo unterbrochen. Sprich, auch Elisabeth wird davon getroffen. Das heißt, da muss man dann aufpassen. Dann haben wir das Wedding Ghost Lag Event. Das ist, ja, meistens finde ich nur ziemlich lame. Einmal hier mit diesen Wasserpflanzen, wo ihr euch euren Weg baut, um eure Belohnung zu bekommen. Die bekommen wir hier bei Boss Battles, Todesmatches, beim Gildenboss und bei Eventboss. Und wir können uns das Ganze hier nochmal ertauschen. Aber man kann das Ganze sowieso wie immer nur zweimal am Tag machen. Man kann sich aber 30 von den Dingern einfach so erfarmen. Sprich, tauschen müsst ihr die auf keinen Fall eigentlich. Dann schreiben sie ja extra, wir bekommen hier einen neuen Final Boss. Tatsächlich ist er neu. Sonst haben wir ja bis jetzt nur Giant Hawk als Boss gehabt. Hier sieht es wie folgt aus, dass wir gegen wahrscheinlich drei Hawks auf einmal auf dem Feld kämpfen. Ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt im Japanischen oder sowas. Aber nachdem dieses Event vorbei ist und wir, es ist ein Final Boss Battle, wo wir wieder um Highscore-Punkte arbeiten. Erst bis zu 24 Stunden, nachdem das Event vorbei ist, bekommen wir die Belohnung. Sprich, direkt nach dem Update wird die Belohnung noch nicht da sein. Die meisten kommen dann schon und fragen, wo sind meine Belohnungen für meinen Final Boss? Die kommen bis zu 24 Stunden später. Also sie kommen sogar genau 24 Stunden später, das heißt einen Tag später, gehe ich mal von aus. Dann bekommen wir natürlich einen Season Shop für den Final Boss. Der sieht wie folgt aus, das können wir alles rauskaufen. Einzig Interessante hier für mich natürlich einmal hier die Ellie-Artefaktkarte und die SSR-Tickets und die SSR-Anhänger. Alles andere ist eher uninteressant für mich, weil ich die Charaktere schon auf Max Cosmetic habe. Und natürlich kauft man sich auch die Super Awakening Coins, Ausrüstungskrabotsche. Also am besten, man kauft sich alles raus. Dann haben wir hier die Rangplatzierung, die Belohnungen.
kennen wir schon. Top 100%, Top 70, Top 50 und Top 30%. Aber finde es hier ganz nice. Man muss, wie schon die letzten Male, teilweise auch nur in die Top 50% kommen, um sich hier alle Diamanten zu holen. Dann das, was ich vorhin gesprochen habe, der zusammengerechnete Score. Das heißt, wenn ihr Hawk halt öfter spielt, bekommt ihr immer Punkte und irgendwann erreicht ihr 30.000 Punkte und bekommt dafür alle Belohnungen. Und bei 10.000 bekommt ihr tatsächlich schon das komplette Kostüm für die neue Brünnhild. Dann haben wir hier ein PvP-Event. Dort sind die Festival Points, also die PvP-Punkte, die wir bekommen, wenn wir gewinnen, um 50% erhöht. Das Ganze zählt in Normal und Elite, aber erst ab dem Rang Platin. Das heißt, darunter zählt das Ganze noch nicht. Dann haben wir natürlich hier wieder ein Zählevent für PvP-Matches, heißt 15 PvP-Matches die Woche, um immer alle Belohnungen zu bekommen. Dann bekommen wir die Regel, dass wir im normalen PvP direkt mit allen vier Charakteren auf dem Feld stehen. Wobei ich davon eigentlich nicht so der Fan bin tatsächlich. Dann haben wir die Event-Boss-Parade, die geht noch weiter. Wir bekommen den Boss Aboro noch hinzugefügt. Das heißt, wir haben dann insgesamt drei Bosse dort drin, die wir bis zu 5-mal am Tag machen können. Ist in Ordnung, kann man machen, wenn man sich damit beschäftigen will. Ich bin mittlerweile teilweise leider zu faul, die zu machen. Farm lieber Demons oder sonst irgendwas. Sprich, da verpasse ich sogar leider etwas Belohnungen, aber das ist mir relativ egal. Dann haben wir ein Fort Zeugnis Reward Dungeon. Das war das, was mich vorhin verwirrt hatte. Und zwar steht hier, wir können das Ganze einmal am Tag machen. Aber hier oben, Special Missions Part 1 ist ja meistens das, wo man in Fort Zeugnis dann reinkommt, klickt man an oder man geht direkt über Fort Zeugnis, steht, man kann... Ah, ne, das sind die Remaining Missions, das war das allererste. Oh mein Gott, habe ich mich verguckt. Ja, dann hat sich das ja schon wieder erledigt. Das waren einfach nur die 5 Missionen, also können wir hier das tatsächlich nur einmal machen. Was habe ich da vorhin gesehen, dass mich das so verwirrt hatte? Genau, hier Aboro, fertig, der Fort Zeugnis Reward Dungeon. Leider gar keine gute Belohnung drin, meiner Meinung nach. Also nichts, kein Super Awakening Coin, kein Diamant. Also das gefällt mir tatsächlich nicht so. Dann haben wir hier ein Boosting Event fürs Ausrüstungsgravieren. Und zwar bekommen wir hier entweder statt 500.000 Gold fürs Engraven nur 250.000 Gold abgezogen oder statt 1.000.000 gleich 0 Gold. Nimmt man mit, spart man ein bisschen Gold, auch wenn es mich jetzt nicht so sehr interessiert. Dann bekommen wir unsere täglichen Aufgaben erhöht, die Belohnungen, die wir bekommen. Und dort sind natürlich immer nur wichtig die Diamanten. Sprich, wir können jetzt in der Woche hier statt 8 Diamanten, 4, 6, 8, 12 Diamanten holen. Nimmt man gerne mit, sind auch Diamanten, die man sozusagen geschenkt bekommt. Dann bekommen wir während der Eventperiode den großen Vogel. Im Stockwerk 3, wenn wir den ja legen, haben wir immer ein Windsource bekommen, also dieses Material vom Vogel, das wird erhöht auf garantierte 2. Das heißt, wer den Vogel farmen will, kann das in der Woche auf jeden Fall sehr gut machen. Dann bekommen wir für die Eventperiode einfach mal die Materialien, die mir am meisten fehlen. Das Ding hier bekommen wir in den Coinshop, können wir bis zu 20 Mal während der Eventperiode eintauschen. Ich werde mir beide einfach 20 Mal holen. Egal wie viel Coins das kostet, die kann ich mir leisten. Dann haben wir ein Battle-Event in Fort Zeugnis. Wie immer, einmal die ganzen Dinger machen, 5 Missionen erledigen, 2 Diamanten bekommen. Wir haben eine Knighthood Competition, die ist für mich leider uninteressant. Und wir haben Enden der Events, Special Mission Part 1 endet, das Spin-Event endet. Das heißt, wer das Spin-Event noch nicht fertig hat, sollte das auf jeden Fall jetzt fertig machen. Und das Boosting-Event, dass wir 2 Tickets bekommen vom Patrouillieren, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das überhaupt war. Aber das fällt auch weg. Also es endet nichts Dramatisches, ihr müsst auf nichts achten groß, bis auf dass ihr das Spin-Event fertig habt. Und ansonsten war's das. Dann sollte es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich hoffe, mir geht's morgen endlich mal wieder besser. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen im nächsten Video. Macht's gut.